Baby, ich wusste, ich finde dich. Ach, halt Mund, ey. Sie freuen sich aber sehr über die Seife. Das ist genauso ein Stück Seife, wie Sie eine Mechanikerin sind. 10 Jahre Forschung. Millionen investiert. Das nächste Weltwunder. Sie wollen Engine fertig machen? Dann hiermit. Die Kronjuwelen. Wenn die das hier verlieren, bleibt denen nichts. Das sind Dinosaurier-Embryos, Schätzchen. Dachten Sie etwa, wir suchen nach Rasierschaum? Dinosaurier? Ich verstehe nicht. Das müssen Sie nicht verstehen. Das hält Sie frisch. Was? Was haben Sie denn? Laufen Sie! Sie sollten laufen. Um Ihr Leben. Seien Sie nicht so dramatisch. Ich hab was gehört. Oh Mist. Los, rennen, rennen, rennen. Einfach rennen. Ist es weg? Es ist weg. Oh ja. Siehst du das? So macht man das. Ja, geschieht dir recht, du Mistvieh. Das winden wir von hier. Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau. Wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Wer hat jetzt Angst, hä? Pass auf, Claire wird doch gesnackt. Während wir hier am Auto rumbasteln. Das war der eigentliche Plan. Kriegen wir das jetzt runtergezogen hier? So, jetzt gehen wir mal nach vorne hier aus dem Dreck raus und aus dem Baum. So, super, hat sie natürlich ganz allein geschafft. Bewegung! Nein, nein, die Stelle hier ist perfekt. Geh mal zur Seite. Blick. Schlussfeld. Gut. Ich hätte ja erwartet, dass er durch ein Dino hier ums Leben kommt, aber durch das Auto, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Scheiße. Hey, hey, alles klar? Oh Gott, er lebt noch, alles klar. Sie haben mich fast umgebracht. Sie hätten besser aufpassen sollen. Oh. Kein Licht mehr. Das Licht ist aus. Ich kann nichts sehen, verdammt. Oh, jetzt hätten wir ja gucken können. Ich sehe nichts. Ich brauche Licht! Ich sehe nichts! Sag mal hier mal, was... Was war das? Haben Sie das gehört? War das ein Dinosaurier? Ja. Oh Gott. Okay. Der sind uns. Na gut. Okay, schnell raus aus der Situation. Oh, können wir uns Gott, irgendwie mal bewegen? Können wir irgendwie mal raus hier? Ich will nicht gefressen werden. Ich hätte das Boot nicht verlassen sollen. Ich will wieder aufs Boot. Es war schön auf dem Boot. Es wir gab, gehen jetzt aufs Boot. Es gab Licht auf dem Boot. Konzentrier dich jetzt mal. Sie müssen sich konzentrieren. Komm mal zur Ruhe. Langley hätte gehen sollen. Oder Drake. Oder Dodgson. Ist eine Idee. Das ist nicht fair. Nicht fair. Miles. Ich soll in meinem Büro. Oh. Was? Nicht so hart. Was? Du hast einen Plan. Komm. Ich habe einen Plan. Plan? Was für ein Plan? Weglaufen, sie geben Sie mir die Waffe, das Auto anlassen. Das passiert wirklich. Waffe. Miles, geben Sie mir die Waffe. Und dann zum Auto. Meine Waffe? Sehr, sehr witzig. Ihnen meine Waffe geben. Ja, dann lass uns das Auto an. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja. Okay. Los geht's. Auto starten. Ich kann nicht. Er springt nicht an! Kann ich vielleicht den Netwee aus dem Auto hauen als Köder oder so? Versuchen Sie es nochmal. Vielleicht startet er. Komm. Ich habe es schon versucht. Er springt nicht an! Ein bisschen Gas geben vielleicht zwischendurch. Reparier mal. Ich repariere das. Die sieht wie aus wie toffe Frau, die kann das. Ja, genau. Hier ist ein loses Batteriekabel. Ist da? Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Was ist das? Das ist es. Jetzt. Ich mache es fest. Okay.
Und dann läuft das wieder und dann können wir abhauen. Na also. Gracias a Dios. Was? Oh Gott! Oh, da sind sie. Oh, 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 oh. Jetzt sollten wir gleich kleinst mal einsteigen. Oh, oh, klick. Klick, 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 klick. Scheiße. Oh. Ja, schießen bringt jetzt keine nichts. Keine Kugel, Herr Spenden. Es sind einfach so viele. Verschlagen Sie vor. Die Bremse ablenken. Sie ablenken? Wir müssen sie weglocken. Sie ablenken. Ablenken? Ja, okay. Wie? Ja, bin dabei. Los, du bist doch ein... Abendessen. Hijo de perra. Das gibt's ja gar nicht. Was interessiert uns aber eher für den, der rumzappelt und sich schnell bewegt. Ist ja wie bei Wildkatzen so. Okay, war doch vom Dino gefressen. Ah, scheiße. Und jetzt zum Jeep. Komm, Mädel. Auf, renn. Oh Gott, ich hab mich jetzt... Ich will nicht sterben. Du kannst ja auch sterben im Spiel, wenn man immer mal öfters falsch drückt. Was denn jetzt? Hab ich gedrückt? Oh, das war's. Du bist gestorben, klicken zum Vorfall. Also ihr seht, man kann in dem Spiel durchaus auch mal sterben, wenn man öfter sich mal verdrückt. Todesanzahl ist jetzt, sind wir bei 1. Wir können ja am Ende des Spiels mal gucken, wie oft wir denn gestorben sind im Spiel. Ich probiere unter 10 Mal. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, wie lange das Spiel ist. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Haben wir jetzt gesehen, wir können auch durchaus sterben. Okay. Also nochmal. Runter rechts. Okay. Das war aber richtig gedrückt. Das war aber richtig gedrückt. Also ich hab eigentlich rechts gedrückt. Vielleicht zu spät. Jetzt sind wir nochmal tot. Leck mich doch. Leck mich doch fett. Jetzt sind wir schon bei Todesanzahl 2. Das geht ja richtig gut los, die Folge hier. Ey, da krieg ich schon Plack. Runter rechts. So, jetzt dasselbe nochmal. Und ich hab's auch gerade gedrückt. Weil, nee, was ist hier das? Was hier das Problem ist? Jetzt geht es. Okay, oh, Gott sei Dank. Rechts, runter. Boah, viel zu aufregend immer. Wenn du immer so spontan, ganz schnell immer das Richtige auch drücken musst. Und mehr Anspruch hat das Spiel ja auch nicht. Also mal vielleicht ein paar Rätsel zu lösen, mal gucken, so, was können wir machen. Mach erstmal das Auto an. Verdammt! Ich schaffe das. Ja, du schaffst das. Dann guck vielleicht doch mal raus. Was jetzt? Das greifen die Dinos natürlich nicht mehr an, Kupplung. Ne? Ja, Kupplung drücken. Das ist meistens so, auch wenn man einen Gang dann vielleicht. Spätestens jetzt würde ich fahren. Ja, vamos, vamos. Mi amor. Los geht's. Boah, hatte man... Boah. Fahr los. Der Dino vorne drauf. Mein Gott. Was für ein... Abenteuer. Oh, armer Dino. Das ist ein hübsches Tier letztendlich. Und jetzt sind wir, denke ich, wieder am Anfang der Geschichte, bei der wir laufen müssen. Das Auto fährt nicht mehr. Kaputt. Das müssen wir wahrscheinlich laufen. Und... Au. Oh. Was jetzt? Oh. Ja, ganz klar. Ich kann mir vorstellen, was jetzt ist, weil jetzt kommen die Velociraptoren, von dem wir am Anfang weggelaufen sind. Und die Dilophosaurier haben auch Respekt vor denen, denke ich. Weil die sind schon ein wenig krasser drauf. Die sind schon ein wenig, ja, gefährlicher, möchte ich vielleicht nicht sagen, aber die sind krass unterwegs, die Velociraptoren. Wir nehmen uns erstmal das Ding. Und jetzt sollten wir zum Auto gehen. Ja, jetzt solltest du vielleicht doch mal zum Auto gehen. Ich habe gehofft, wir können vielleicht noch irgendwie so eine Waffe oder so nehmen.
Jetzt rennt sie einfach in den Wald, okay. Da hättest du nochmal im Auto was retten können. Und da sind sie vom Anfang. Und wir sind offiziell zu spät. Ich war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Uns? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ich fahre dich zum Flughafen. Cool. Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Oh, oh. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Oh nein, oder? Sind wir dick noch mit Gwenscher, mit den... mit lieben Papa und Sohn hier. Tochter. Entschuldigung. Das wird noch spannend, Leute. Glaubt mir. Und ja, sind wir jetzt auch gerade hier vorbeigefahren. Ach, ist das geil, ey. Sicherheitssysteme. Die DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Morgen nicht möglich. Kim, spätestens jetzt solltest du mal ein bisschen Obacht gegeben haben und mal gemerkt haben, dass vielleicht nicht alles hier so gut läuft. Zumindest so, wie es laufen soll. Okay. Haben wir jetzt hier noch was? Ich muss übersehen. Hallo? Hallo? Seht ihr noch was? Dialog halt. Komm, lass mal reden. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh-oh. Jess, deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Komm, ein bisschen... Sie macht sich Sorgen, ist das so? Sie macht sich Sorgen um dich, Schatz. Ich weiß, sie übertreibt gerne, aber es war ein Schock für sie. Und ich war auch etwas besorgt. Ich weiß, ich bin eine Niete. Liebling, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Au! Wir waren das Auto. Verdammt. Oh mein Gott, ist ja krass. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Sie atmet. Hallo, haben Sie Schmerzen? Seltsam. Es ist wie eine Art... Oh. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Und ab geht's. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Meinst du das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay. Setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. Jetzt beeilt euch mal bitte. Ich krieg ja selber ihr Herz, Kasper, hier. In Ordnung. Bei der ganzen Anspannung. Komm, Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. So rein mit der Guten in den Wagen. Ich finde es schön, dass sich die Handlungsstränge hier zusammenfügen immer mal. Finde ich eine sehr, 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 sehr geile Variation, zu zeigen, was ist denn noch in Jurassic Park passiert. Neben der Hauptstory. Nein, wir waren das nicht. Hier ist irgendwas anderes passiert. Ich prüfe ihre Vitalfunktionen. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. Okay, wir checken mal. Diesen Wunde. Sieht aus wie eine Bisswunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keine der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Ja, das glaube ich. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Und da sind wir wahrscheinlich auch sicherer. Weil wir hören mal hier auf den Puls. Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Nunca los podrán sacar de aquí. Okay, also schon Fieber. Mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung. Toxoplasmose? Das versteht das Kind natürlich. Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Kommen Sie schon. Bleiben Sie bei mir. Sie, ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter so vorsichtig. Okay. First Aid Kit. Was haben wir hier drin? Das könnte jetzt wehtun. Aber es ist definitiv das Beste für den Arm, das ist nämlich echt ungünstig. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Los geht's. Kommen Sie schon, ich muss die Wunde reinigen. Willst nicht? Noch was anderes? Nö, musst du durch. Weiß sie nicht, dass du ihr helfen willst? Kommen Sie schon, ich muss die Wunde reinigen. Okay, das will sie aber eher nicht. Ich muss mit ihr reden, vielleicht. Ich bin Arzt, lassen Sie mich helfen. Hören Sie mir zu. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Alejate de mí. Nein, hören Sie. Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico?
Medico, genau. Sie, Medico, ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich kann sogar noch ein bisschen Spanisch nebenbei hier, ist ja geil. Ah, das tut weh. Und das sollte die Infektion aufhalten. Ich weiß nicht, was Sie da draußen gemacht haben, aber... Es ist okay. Sie erleidet einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Guck auf die Straße. Okay, okay, komm, hey, wollen nicht weg. Komm her, da. Hab sie. Oh. Ah, ich hasse Spritzen, ey, ich hasse Spritzen. Oh. Wow, die Nadel ist riesig. Guck auf die Straße. Guck auf die Straße, ja, guck auf die Straßen jetzt hier. Ja, jetzt muss ich das Ding wieder hier reinfügen. Das ist so, das ist so doof, ist das. Ich sehe meine Maus gerade gar nicht. Hier ist meine Maus. Ich sehe die gar nicht, ich sehe meine Maus jetzt nicht. Hallo? Na? Ey, ist echt verdammt knifflig, sag ich euch, hier wissen die Leute. Richtig setzen. Ich sehe hier meine Maus, aber jetzt gerade im Spiel nicht. Saubere Injektionen durchzuführen. Was ist denn hier los? Fahren ist leider nicht sehr hilfreich. Ja gut, dann sagen wir mal zu ihr, sie soll mal langsamer fahren. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen besser. Jess, fahr mal langsamer. Ich muss dir eine Spritze geben und ich muss die Vene treffen. Bitte keine Details. Fahr langsamer, damit ich treffe. So, danke. Ich sehe trotzdem meinen Mauskursor nicht. Danke, super. Was ist los? Oh. Keine Sorge, alles in Ordnung. Ich muss nur die Vene treffen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen mit der Maus gedrückt und nicht das gemacht, was ich machen soll. Ah, komm mal her. Komm her. Ja. So, jetzt nach unten. So. Das sollte Sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde Sie bandagieren. Gott sei Dank, ey. Man ist das spannend hier. Okay. Sag Mom, ich bin bereit für die Fahrschule. In Ordnung? Ich glaube, das muss Mom nicht unbedingt wissen.